So, heute nochmal ein zusätzliches Thema. Da habt ihr viele Anfragen gestellt. Betrügen Handwerker wirklich? Also ich werde euch hier links oben den ersten Teil bzw. Link dazu geben und möchte eure Meinung unten vor allem in den Kommentaren hören. Ich habe da meine Meinung dazu und sage ich euch in diesem Video einige Sätze dazu. Also bleibt dran. So, ich sage einfach mal drei Punkte. Ihr seht zum Beispiel, hinten sind auch Handwerker und viele logischerweise fragen mich ja immer wieder, Pitt, kann man das eigentlich auch mit deinen Handwerkern, wie ich schon sagte, oder mit anderen Handwerkern machen? Ich sage einfach. Ich sage einfach, ja klar, warum nicht? Nur, eins müsst ihr natürlich berücksichtigen. So, wenn ihr natürlich die Handwerker alleine beschäftigt, habt ihr riesen Nachteile. Erstmal, jeder von den Handwerkern sagt euch, okay, Pitt, ich kann es verputzen, ich kann das, ich kann das. Die können alles. Wer macht das? Keiner. Wenn du oder du dahinter also richtig kein Handwerker bist und weißt nicht, worum es geht, bist du schon mal verloren. Das ist das größte Problem. Dann sagen die euch natürlich einen Preis und später wird natürlich komplett anderen Preis ja genommen bzw. verlangt. Und die dritte Sache ist es natürlich, dass die Bauzeiten werden kaum oder auch nie gehalten. Und da sehe ich im Prinzip die größten Probleme, die ich es natürlich auch habe, aber ihr als Gringo werdet die Probleme sicherlich noch mehr zu spüren bekommen. So, die zweite Lösung, die ich immer empfehle, ist, okay, mit Baumeister, auch mit unserem Team, mit Baumeister und ein Baumeister dazu oder dafür beauftragen, euer Haus zu erstellen. Probleme? Probleme sind es wieder meistens, dass die Handwerker meistens sind das Baumeister in Anführungszeichen, sagen immer wieder, ja kein Problem, ich mach das. Viele können oder wissen nicht, die Pläne richtig zu lesen, geschweige, dass diese Pläne, ich spreche jetzt von den Bauplänen, überhaupt existieren. Und da fangen natürlich die meisten Probleme ja an, wenn man natürlich nicht weiß, worüber man spricht und was man ja bezahlt, dann ist er natürlich das Problem, dass man natürlich von den Handwerkern, von den einzelnen Handwerkern auch nicht verlangen kann und sagen, mach das, mach das, mach das, beziehungsweise dass eine oder andere Sachen falsch sind, beziehungsweise nicht korrekt ausgeführt. So, ich habe immer behauptet, also die schönste, die beste Möglichkeit, die bequemste und zum Schluss auch die preiswerteste ist einfach, einen Architekten, einen Baumeister, ein Team, zum Beispiel Paraguay Live Team, mit den richtigen Architekten zu beauftragen und ihr habt einen Ansprechpartner und habt keine Probleme am Bau. Falls irgendwelche Probleme auftreten, habt ihr einen Ansprechpartner. Also
Wir haben die 20 Jahre Erfahrung, ich persönlich, und ihr möchtet ein Wunschhaus haben. Und unter dem Strich sage ich euch 100%, ihr gewinnt immer, ihr bekommt sorgenfreies Haus, korrekt zu attraktiven Preisen kalkuliert, und ihr werdet also nie Probleme bekommen. Und das ist, denke ich, das, was ihr alle sucht. Von daher, die Wahl gehört natürlich zu euch. So, also grundsätzlich, um die Frage zu beantworten, Handwerker betrügen ja nicht. Das ist logisch, wenn ein Gringo kommt und hat keine Ahnung, ja, und gibt dem Handwerker, ich sage mal, 50.000 Euro anstatt 20. Gut, man kann nicht sagen, dass die Handwerker betrügen. Ja, also, es gehören immer zwei dazu. Ja, die sehen die Sache so und ihr seht die Sache ja ganz anders. Deshalb diese Puffer können wir und werden wir auch als Paraguay-Team erfüllen, damit ihr keine Probleme habt. Also denkt nicht über Handwerker, denkt nicht über Probleme, denkt über Lösungen, die wir euch ja anbieten. Also ruft mich an, gerne Kommentare unten, das ist das A und O. Und bitte vergiss nicht, das Video zu teilen, auch an andere, die Interesse haben, an Paraguay zu bauen. Und nochmal zum Schluss. Paraguay ist kein billiges Land. Also ohne entsprechende finanzielle Hilfe braucht ihr in Paraguay nicht zu suchen, sonst wird einfach nicht, absolut nicht glücklich. Das ist meine persönliche Meinung, aber wie gesagt, 20 Jahre Erfahrung, ich weiß, wovon ich spreche. Also, problemlos bauen zu attraktiven Preisen, einfach anrufen, sich melden und diese tollen Grundstücke kaufen und Haus mit uns erstellen. Also in diesem Sinne, macht's gut, immer mit dem Lächeln im Gesicht, und wir sehen uns im nächsten Video. Danke, ciao, ciao.